Macy liebt es, mit ihren Barbie- und Ariel-Puppen zu spielen. Heute ist ein besonderer Tag. Ihr Papa hat ihr ein magisches Puppenhaus gekauft. Es ist genau das, wovon sie geträumt hat. Zwei weitere neue Puppen. LOL-Puppen Jenny und ihre Freundin Monika. Aber was wird mit Ariel und Barbie passieren? Das Verrückte daran ist, dass die Puppen im Zauberhaus zum Leben erwachen. Das ist auch mit Macys Puppen passiert. Als erstes beschlossen sie, sich umzusehen und ihre Mitbewohner kennenzulernen. Sie schienen seltsam zu sein. Die neuen Puppen beschlossen sofort, Barbie und Ariel zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Sie mochten sich nicht und begannen, sich über die Grenzen ihrer Gebiete zu streiten. Jennica und Monika waren mit ihren Grenzen ziemlich klar. Es sieht aus, als stünde uns eine echte Puppenschlacht bevor. Das Wichtigste ist, dass das Haus diesen Krieg überlebt. Hey, das ist der Lippenstift von Macy. Sie hat eine weitere Überraschung in der Hinterhand. Warte, Barbie hat es schon gefunden. Wie ist sie überhaupt hierher gekommen? Macy weiß noch nicht, dass ihre Puppen zum Leben erwacht sind. Barbie ist nicht allein zurückgekommen. Sie hat einen riesigen Schuh mitgebracht. Ist das nicht erstaunlich? Also haben sie einen glamourösen Stuhl bekommen. Cinderella würde es lieben. Aber nicht alle waren mit der Einrichtung zufrieden. Jenny ist sich sicher, dass sie das schönste Mädchen der Welt ist. Und Barbie glaubt, dass sie das alles dem Make-up zu verdanken hat. Wenn du es in einem Ballon versteckst, dann werden wir sehen, wie schön du wirklich bist. Der aufblasbare Ballon ist nicht der sicherste Ort, aber er ist sicher der ungewöhnlichste. Jenny ist in Panik. Ihr Glitzer ist weg. Jetzt bekommt sie ihn erst wieder, wenn sie beim Dartspiel gewinnt. Los geht's. Jenny wirft, aber sie ist über die Linie gegangen. Barbie lässt das Schummeln nicht zu. Das Ziel ist besiegt, aber es ist kein Glitzer da. Sagt Jenny in den Kommentaren, auf welchem Ballon sie den Dartpfeil werfen soll. Sie kann deine Antworten kaum erwarten. Barbie und Ariel spielen gerne Federball. Es macht Spaß. Aber der Federball flog nach nebenan. Barbie beschloss, die Grenzen ein wenig zu überschreiten, um ihn zu bekommen, und blieb stecken. So hat Monika sie dabei erwischt, wie sie den Vertrag gebrochen hat. Barbie hat Angst davor, was sie mit ihr machen werden. Aber sie haben einfach beim ersten Mal ein Auge zugedrückt. Die Puppen beschlossen, dieses Mal netter zu ihren Mitbewohnern zu sein. Klar, sie haben etwas als Bezahlung genommen. Einen Federball. Sie werden ihn wieder brauchen. Die Puppen haben daraus eine Girlande für ihr Zimmer gemacht. Jetzt ist es viel gemütlicher. Macy hörte gerade den Baby Shark, als sie sich an ihr Spielzeug erinnerte. Wie leben sie sich in ihrem neuen Zuhause ein? Ariel muss sich mit ihrem Schwanz sehr unwohl fühlen. Das Kleid sieht an ihr besser aus. Das neue Aussehen überraschte die Puppe nicht nur, es machte ihr auch Angst. Ja, sie hatte immer davon geträumt, Beine zu haben, und es stellte sich heraus, dass sie schon immer hatte. Jetzt muss sie nur noch lernen, sie zu kontrollieren und sich von jemandem mit einer Feder die Fersen kitzeln zu lassen. Gehen ist nicht so einfach. Aber sie ist ein starkes Mädchen, sie kann es schaffen. Endlich kann sie tanzen. Nicht mehr nur mit dem Schwanz im Takt der Musik auf den Boden klatschen. LOL-Puppen mögen diese ganzen Partys nicht. Barbie freut sich für ihre Freundin. Und den Schwanz kannst du als Andenken an die Vergangenheit behalten. Ja, das ist eine ungewöhnliche Trophäe. Mit ein paar modernen Änderungen würde daraus ein cooles Regal für Make-up. Hey, hör auf damit! Die LOL-Puppen haben ihren eigenen Weg gefunden, um Spaß zu haben. Male ein Foto von Barbie aus. Sie denken, dass sie mit Affenohren gut aussehen wird. Ariel hat auch welche bekommen. Diese Bilder sind so abstoßend. Das macht die Mitbewohner natürlich sehr wütend. Sie werden ihre Rache bekommen. Der Grüß-die-Grenze-Trick wurde aktiviert. Die Schreckenswand ist völlig durchgefallen. Die LOL-Puppen werden das nicht verzeihen. Es ist nun völlig drüber. Macy spielt herum und in der Küche wird das Abendessen kalt. Sie ging zum Essen und ließ Ariel unter einem schweren Smartphone zurück. Barbie muss ihrer besten Freundin helfen. Und sie ist stärker, als sie aussieht. Aber Ariel ist verschwunden. Sie steckt im Smartphone fest. Um die Puppe aus der virtuellen Welt zu befreien, musst du diesem Video einen Daumen nach oben geben, und zwar jetzt. Oh, jetzt geht's. Danke, Leute. Dank dir ist sie wieder frei. Ariel ist gerettet. Und sehr müde. Genug verrückte Abenteuer für heute.
Es war ein anstrengender Tag. Bye-bye. Gute Nacht. Aber LOL-Puppen gehen nicht so früh ins Bett. Sie glauben, dass es nicht genug Licht im Haus gibt. Das ist das Kabel der Lampe. Sie lieben es, wenn alles um sie herum hell ist. So können sie die mürrischen Gesichter ihrer Mitbewohner sehen. LOL-Puppen sind so heimtückisch. Barbie wird schon braun von dieser Lampe. Sie muss sofort ausgeschaltet werden. Es ist Zeit, eure Fähigkeiten aus dem Puppen-Cheerleading-Team einzusetzen. Die Glühbirne ist raus. Ariel hat sich vor ihrem Stunt nicht aufgewärmt und Barbie hat ein paar Pfunde zugenommen. Das spielt keine Rolle, denn sie hat Ken und er ist wahnsinnig in sie verliebt. Er kommt immer mit Blumen. Er ist der perfekte Typ. Aber er ist nicht gut in Kunst und Handwerk. Barbie musste ihren eigenen Kronleuchter bauen. Sie kann schwer zu beeindrucken sein. Aber mit diesem Kronleuchter hat sie sich selbst und auch Ariel beeindruckt. Alle Puppen lieben Süßigkeiten. Sie haben sie aus Macy's Süßigkeitenversteck gestohlen. Monika wirft die Folie nicht weg. Sie verwandelte sie in einen silbernen Spiegelrahmen für das LOL-Puppenzimmer. Wow! Das ist cool. Wow! Great! Yes. Aber was macht Barbie in diesem Spiegel? Sie prahlt mit ihrem Blumenstrauß. Sie wollen ihn ihr wegnehmen. Aber das plötzliche Erdbeben hat die ganze Arbeit für sie erledigt. Barbies Blumenstrauß wäre perfekt für die Dekoration des Spiegels. Die LOL-Puppen sind sogar eifersüchtig, dass sie einen Freund hat. Die alten Puppen haben einen Plan, um sich an ihren ignoranten Mitbewohnern zu rächen. Es ist an der Zeit, dass Barbie ihre Fähigkeiten in der Schauspielschule einsetzt. Ariel ist gut darin, um Hilfe zu rufen. Es funktioniert jedes Mal. Die Spielzeugpolizei kam ihr zu Hilfe. Sie hat nicht nur eine Zuckerstange, sie hatte auch das Auge des Tigers. Es ist Zeit für sie zu arbeiten. Der Tatort wird für die Dauer der Ermittlungen eingezäunt. Oh, das Opfer wurde plötzlich wieder lebendig. Was für ein Wunder. Vielen Dank an die Polizei, die so schnell reagiert hat. Der Plan hat funktioniert. Jetzt haben sie offiziell Platz für einen Couchtisch. Das haben die LOL-Puppen nicht erwartet. Sie werden das nicht auf sich sitzen lassen. Sie haben keine Angst vor der Polizei. Los geht's, Baby, ich kenne das Gesetz. Ein weiterer verrückter Tag im Zauberhaus ist zu Ende gegangen. Also beschloss Macy, Huggy Wuggy anstelle von Ariel einzubauen. Was soll's? Puppen mögen auch Veränderungen. Und Macy mag Überraschungen. Barbie hat Angst und beschließt, das Bett ihrer Freundin zu überprüfen. Für einen Moment dachte sie, es sei Ariel ohne Make-up. So hatte sie sie noch nie gesehen. Aber das macht ihre Freundin normalerweise nicht. Der furchtbare Huggy Wuggy hat das ganze Haus auf die Beine gebracht. In diesem Haus darf niemand den Schlaf der Mädchen stören. Weg für das Pelzmonster. Der arme Kerl wurde wie ein Teppich auf dem Boden ausgebreitet. Macy ahnte, dass etwas nicht stimmte, als sie ihn so sah. Es passte eindeutig nicht dazu. Es ist Zeit, Ariel zurückzubringen. Keine Schminktasche zu haben, kann nur zu Ärger führen. Es ist Zeit, aufzuräumen und den Müll rauszubringen. Meerjungfrauen sind diejenigen, die die Weltmeere und das LOL-Puppenzimmer verschmutzen. Das fühlt sich an wie Fußvolleyball. Die LOL-Puppen wissen nicht, wie man verliert. Sie sind es gewohnt zu gewinnen. Mach dich bereit für den Freistoß. Ein schöner Schuss nimmt den Gegner aus dem Spiel. Aber er gibt ihr einen Seestern. Das Schminkregal löst das Problem der Unordnung. Und es ist Platz für ein Foto mit einem Freund. Sie wählt alle Bilder aus, auf denen Barbie blinzelte. Jenny hat beschlossen, heute ein Sonnenbad zu nehmen. Aber wie es der Zufall so will, soll es den ganzen Tag lang regnen. Also muss sie nach einer alternativen Möglichkeit suchen, um braun zu werden. Und sie hat sie in Macy's Küche gefunden. Natürlich, die Mikrowelle. Sie wird die Hilfe eines Freundes brauchen, um dieses riesige Elektro-Mallorca einzuschalten. Sie ist bereit, los geht's. Lass uns braun werden. Doch plötzlich musste Macy ein Sandwich aufwärmen. Sie ist sauer, dass die Puppen wieder im Haus herumlaufen. Die Mikrowelle ist tatsächlich gefährlich. Die Puppen haben Hausarrest. Sie weiß nicht einmal, dass Barbie auf der Couch im Wohnzimmer ausgestiegen ist. So kam es, dass sie von Macys Vater als Geisel gehalten wurde. Diese 20 Minuten kamen ihr wie eine halbe Ewigkeit vor. Wie durch ein Wunder schaffte sie es zurück ins Haus, und zwar nicht mit leeren Händen. Papas T-Shirt ist zerrissen und Barbie ist mit den Fetzen heruntergesegelt. Jetzt würde Papa wahrscheinlich seinen Rücken wegwerfen. Ja, bestimmt. Keiner wird dir glauben. Ariel wollte es nicht glauben. Und die Lumpen wurden zu einem Vorhang. Jetzt kannst du dich vor den gemeinen Nachbarn verstecken.
Barbie war gerade dabei, den Raum zu saugen, als die LOL-Puppen ihr einen weiteren hinterhältigen Streich spielten. Dann stolperte sie über den Nagellack. Jenny hat ihn absichtlich dorthin gestellt. Und nicht nur das. Sie hat ihr ganzes Make-up auf dem Weg verstreut, der Barbie bis an den Rand des Hauses führte. Übrigens hat sie große Höhenangst. Ariel eilte sofort los, um ihre Freundin zu retten. Sie ist noch nicht fertig mit dem Aufräumen. Sie stellte den Staubsauger auf die stärkste Stufe, um ihre Freundin zurückzusaugen. An den Kuss mit dem Staubsauger wird sie sich noch lange erinnern. Nach einer Weile langweilten Macy ihre Comics und so beschloss sie, nach ihren Spielsachen zu schauen. Sie findet, dass es an der Zeit ist, dass die Puppen Freunde werden. Warum streitet ihr so viel? Um es gelinde auszudrücken, sie waren nicht sehr glücklich darüber. So werden sie nicht leben. Aber eine Grenze ist eine Grenze. Die Puppen haben sie selbst erfunden und bereuen es jetzt. Barbies Kopf drehte sich aufgrund der Nachricht. Das ist lächerlich. Früher ging es ihnen nur ums Kämpfen. Und jetzt sollen sie miteinander auskommen. Ariel vermisst die lustigen Tage, die sie mit ihrer Freundin verbracht hat. Sie verkraftet die Trennung nur schwer. Ihr Weinen machte Jenny verrückt und sie musste sie beruhigen. Es ist schwer, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Lass uns die Bilder nebens Bett legen. Sie kann sogar mit ihnen reden, solange sie nicht weint. All diese Staffeln der Sesamstraße und nichts zu sehen. Das brauchen wir nicht. Auch wenn sie Puppen sind, leben sie in der Welt der Technologie. Aber du kannst dir das neueste Album von The Weeknd anhören. Und du kannst aus den CDs eine schöne Dekoration für dein Zimmer machen. Sieht aus, als würden sich die Puppen anfreunden. Es ist Zeit, dass sich alle versöhnen. Schau, die Grenze ist verschwunden. Jetzt leben sie zusammen unter einem Dach und werden keinen Unfug mehr treiben. Hey du, kannst du unten einen Kommentar abgeben und uns sagen, welches Zimmer dir am besten gefallen hat? Wir wollen es wirklich gerne wissen. Und vielleicht willst du noch eine andere Geschichte erfahren. Baby Jenny und Monika haben einen geheimen Raum im Spind gefunden. Und Monika ist sich sicher, dass sie alles verderben kann. Es ist besser für sie, Dinge nicht anzufassen. Ihre Schwester macht immer alles kaputt. Sie war nett und bot ihrer Schwester an, die Hälfte des Zimmers zu teilen. Sie müssen eine Linie ziehen, sonst ist die Katastrophe unausweichlich. Jenny glaubt, dass ihre Schwester übertreibt, weil alles unter Kontrolle ist. Die ältere Schwester hat beschlossen, das Zimmer gemütlicher zu gestalten. Schau dir ihre Regale an. Jenny will helfen, aber die beste Hilfe für Monika ist, wenn niemand sie stört. Deshalb sagt sie ihrer Schwester, sie soll auf die andere Seite des Raumes ziehen. Jenny liebt ihre Bleistifte, aber sie liebt auch Regale. Und was wäre, wenn sie Regale aus Bleistiften macht? Tolle Idee. Vielleicht ist Monika zu streng mit ihrer Schwester. Monika bekam ihre eigene Ehrenwand. Jenny hat auch was zu zeigen. Sie hat auch Erfolge. Es gibt nicht viele, aber es gibt sie. Es ist das erste Mal, dass sie nicht alles fallen lässt, was sie anfasst. Ups. Sieht aus, als hätte sie es zu sehr versucht. Wenn es schnell gemacht ist, ist es wahrscheinlich nicht richtig gemacht. Monika braucht einen Tisch in ihrem Zimmer. Sie kann ihn aus dem Klassenzimmer mitnehmen. Oh, sie hat sich zu viel Mühe gegeben. Diese Möbel sind nicht gut. Toll, das ist viel besser. Ein Kissen wäre toll. Tut mir leid, Kumpel, nichts gegen dich. Jetzt ist es richtig. Es ist perfekt für Monikas Hintern. Während die Schwester Geschichten postete, hat Jenny sich für ihre Bücher interessiert. Wird die jüngere Schwester lesen? Natürlich nicht. Sie macht einen coolen Schreibtisch aus den Büchern ihrer Schwester und spielt damit. Es ist Zeit für Monika, in den Unterricht zu gehen, aber da sind keine Bücher. Sie bekommt sie nicht zurück. Monika hat Unterricht. Sie hofft, dass niemandem auffällt, dass ihre Bücher ein bisschen anders sind. Sie wird lügen müssen, dass es eine neue Lernmethode ist und es einfacher ist, auf diese Weise zu lernen. Hausmeisterin Ruby war früher eine Lehrerin. Bis Monika und Jenny ein Vulkanprojekt brachten, das das ganze College restlos verdreckte. Ruby wurde für alles verantwortlich gemacht und sie wurde zur Hausmeisterin degradiert. Während Jenny und Monika versuchen, eine Blume aus dem Korridor zu stehlen, hat Ruby die Veränderungen nicht einmal bemerkt. Heute wird es im College regnen. Wir empfehlen, einen Regenschirm mitzunehmen. Jetzt will der Direktor herausfinden, was los ist.
Sieht so aus, als würde Ruby nicht so bald wieder unterrichten. Und die Blume fand ihren Platz im geheimen Zimmer der Schwestern. Teamarbeit. Wir haben Mitleid mit der Hausmeisterin. Jenny liebt Chemie. Einmal träumte sie von einem Periodensystem und wollte sogar einen gewissen Mendeljew für die Rechte an der Idee verklagen. Aber heute faszinierte sie eine schöne Röhre. Jenny nimmt sich immer, was sie will und denkt nicht an die Konsequenzen. Ein Klassenzimmer ist wegen ihr in die Luft geflogen. Wen kümmert's? Doch im Geheimzimmer erschien ein Glaskolben. Wenn wir die Lichterkette hineinstecken, können wir daraus eine coole Lampe machen. Jetzt sieht der Raum viel gemütlicher aus. Monika ist nicht glücklich mit ihrem Gedicht. Ihre Muse hat ihre Gefühle nicht erwidert. Jenny macht keine Poesie. Der Mülleimer hingegen, der kann sich in einen coolen Hocker verwandeln. Er ist weicher als jeder Freund. Ups. Monika hat bemerkt, was fehlt und will dem Dieb eine Lektion erteilen. Okay. Was ist los, Jenny? Riecht dein Hocker komisch? Es ist der Geruch von Lügen und Betrug. Wo suchst du nach der Raumdekoration? Natürlich in der Kunstgalerie der Hochschule. Jenny bemerkte ein interessantes Kunstwerk. Aber Gemälde anzufassen ist nicht erlaubt. Jenny gibt nicht auf. Sie malte ein Bild, um es mit dem Original zu vertauschen. Es ist ein perfektes Verbrechen. Die internationale Jury kam gerade in die Galerie, um nach neuen Talenten zu suchen. Die College-Galerie hat sie wirklich beeindruckt. Aber ein Gemälde eines unbekannten Künstlers erregte ihre ganze Aufmerksamkeit. Das ist ein Durchbruch in der Welt der Kunst. Dieses Gemälde verdient es, im Louvre zu sein. Ein Meisterwerk erschien in Jennys Zimmer. Es geht ihr gut. Wow. Monika hat keine Ahnung von Kunst. Sie lässt sich von der Schönheit und Anmut des Universums inspirieren. Die Planeten sind so hell und schön und schwarze Löcher sind so schwarz. Jenny hat eine interessante Idee. Was ist, wenn die Planeten des Sonnensystems in ihrem Zimmer sind? So ist's viel besser. Ideen gibt es überall, du musst nur deinen Geist für sie öffnen. Die bunten Reißzwecken von der Pinnwand können im Geheimzimmer sehr nützlich sein. Und du kannst das Poster einfach an die Wand kleben, wen interessiert das schon. Und Jenny benutzte Reißzwecken und Fäden, um den schönsten Namen der Welt aufzuhängen. Aha, ihrem eigenen Namen. Aber was ist, wenn der Schulleiter das schwarze Brett im Flur aktualisieren will? Zum Beispiel die Notiz über einen entlaufenen Hund mit seiner Telefonnummer abnehmen will? Was für ein dummer Scherz. Monikas Wand hat sich wirklich verändert. Jetzt gibt es hier Licht und natürlich ein Foto von ihrer guten Seite. Sie hat ein Poster aus Pailletten und ihren eigenen Zeichnungen gemacht. Jenny hatte einen radikalen Ansatz für die Dekoration, der sehr kreativ war. Die Verbrecherskizzen, die in der Schule herumlagen, sahen wirklich so aus wie der Direktor. Er zerstörte sie zusammen mit verdorbenen Tests. Geschreddertes Papier sieht wirklich wie Konfetti aus. Jenny braucht es unbedingt, aber sie weiß noch nicht, warum. Deshalb hat sie einen kühlen Teller für ihr Lieblingseis gemacht. Fantastisch! Jennys Mitschülerin feiert ihren Geburtstag. Der Tag wird bunt und lustig werden. Die Freundin hat ihr ein Geschenk mitgebracht, aber sie erwartete mehr als bloß einen Kuchen. Luftballons haben etwas Charmantes an sich. Es ist schwer, sich zu beherrschen. Die Ballons werden noch schöner sein, wenn Jennys Gesicht darauf zu sehen ist. Du kannst deine Augen nicht von ihr lassen. Jenny liebt es, Monika beim Schminken zuzusehen. Monika hat ihr verboten, ihre Sachen anzufassen. Und es ist Zeit, in den Unterricht zu gehen. Jenny konnte die bunten Wörter auf der Tafel nicht ignorieren. Die Kreide ist so leuchtend. Das ist es, was Jenny braucht. Aber wofür? Eine leichte Hand und keine Tricks. Jetzt ist es klar. Ihr Gesicht ist keine Schultafel. Wie furchtbar. Sie muss alles abwischen, bis sie den Raum weggenießt hat. Monika liebt laute Musik. Und Jenny fühlt sich in der Stille gelangweilt. Was ist das für ein Licht? Es kommt von den alten CDs ihrer Schwester. Und was wäre, wenn wir daraus eine Disco-Kugel machen würden? Die Party begann. Damit hat Monika nicht gerechnet. Hier sind die bunten Strahlen der Disco-Kugel. Und die Musik der Seele wird dich zum Tanzen bringen. Monika will mit beliebten Jungs befreundet sein.
Deshalb lädt sie alle zu einer exklusiven Party ein. Aber der Schuldirektor erlaubt es nicht, sie in der Schule stattfinden zu lassen. In diesem Fall hat Monika einen Plan B. Sie wird von dem geheimen Raum erzählen müssen. Sogar Nerd Tom weiß jetzt Bescheid. Dieser Spielverderber ruiniert alles, wenn du ihn einlädst. Er wird zu viel Süßes essen und wieder die Kontrolle verlieren. Deshalb ist es besser, Tommy in den Spind zu sperren. Monika hält sich nicht an die Versteckregeln. Der Direktor hätte sie fast entdeckt. Jenny muss ein bisschen vorsichtiger sein. Herr Joe hat einen Verdacht. Das Geheimnis des Geheimzimmers könnte gleich gelüftet werden. Aber der Direktor wurde von seinem Spiegelbild abgelenkt, weil er zu gut aussieht. Er hat nun auch verstanden, warum der Streber Tom 2 Tage lang nicht im Unterricht war. Er verrät jeden, ohne zu zögern. Missbrauch des Schulgeländes, Mobbing von Tommy. Und eine Party zu schmeißen, das ist ein schwerer Regelverstoß. Der Direktor gab den Mädchen die letzte Warnung. Was ist, wenn er auch etwas zu verbergen hat? Vielleicht hat das College mehr Geheimnisse, als du weißt. Vielleicht ist er nicht einmal ein Schulleiter. Und es gibt einen Superhelden, der sich unter der Maske eines schüchternen Mannes versteckt. Und um das herauszufinden, musst du sehen, mit wem er befreundet ist. Menschen wie Joey wurden mit einem silbernen Löffel im Mund geboren. Joeys Familie ist superreich. Und da er ihr einziger Sohn ist, bekommt er immer, was er will. Aber in letzter Zeit geht er damit ein bisschen zu weit. An einem Tag gibt er so viel aus, wie ich in einem Jahr verdiene. Und die Dinge, die er tut, sind in aller Munde. Und in den Lokalnachrichten. Joey ist eine Schande für die Familie. Er kennt den Wert des Geldes nicht. Aber das wird sich bald ändern. Joeys Oma ist nicht glücklich über seine neuesten Eskapaden. Also will sie ein ernsthaftes Gespräch mit ihm führen. Joey besucht die Villa seiner Oma nur wegen des Geldes. Aber dieses Mal ist er nicht aus freien Stücken hier. Oma hat ihn hierher gerufen, um ihm zu sagen, dass er vielleicht nicht mehr in ihrem Testament steht. Wenn du unser ganzes Geld erben willst, musst du zuerst etwas tun. Wenn du es nicht tust, wirst du alles verlieren. Und Charles die Katze bekommt das ganze Geld. Die Aufgabe ist, $1000 selbst zu verdienen. Mit $100 Startkapital. Wenn Joey so weitermacht, wird er nicht nur pleite sein, sondern er wird auch noch obdachlos sein. Er wäre der erste Bankrotte in seiner Familie. Aber das Leben findet immer einen Weg. Wenn Joey nicht mit leeren Händen dastehen will, braucht er einen Job. Als Auslieferfahrer zu arbeiten, ist nicht gerade Joeys Traumjob. Eigentlich will er gar nicht arbeiten. Aber er ist hungrig und er will Geld. Er hat also keine Wahl. Er ist am Verhungern. Zum Glück hat er nicht die ganze Pizza gegessen. Nur die Krusten, um ein Herz zu machen. Jules und Violet hielten das für eine nette Geste des Restaurants. Joey ist also davongekommen. Die Dinge stehen im Moment ziemlich schlecht. Und Joey würde am liebsten einfach aufgeben und sein Schicksal akzeptieren. Hey! Aber das Universum gibt ihm immer wieder Zeichen. Gib nicht auf! Joeys zweiter Job ist das Verteilen von Flyern. Joey fand diesen Job immer so peinlich. Wenn ihn keiner sieht, der ihn kennt, dann wird vielleicht alles gut gehen. Aber Joey ist in seine eigene Falle getappt. Joey hat das ganze Wochenende gearbeitet und er hat nur $100 verdient. Beim Mindestlohn bräuchte es ein halbes Leben, um $1000 zu verdienen. Joey braucht einen besseren Plan. Keine dubiosen Geschäfte, nur ehrliche Arbeit. Er hat eine Idee. Sie sieht folgendermaßen aus. Er kann die Hausaufgaben von Nick kaufen und sie mit einem Aufschlag wieder verkaufen. Das kann ihn reich machen.
Er muss sie nur von Nick kaufen und dann verkauft er sie an die anderen Schüler für viel mehr Geld. Yeah. Am nächsten Tag wurde Joey klar, dass sein Talent ist, Geld zu verdienen, ohne hart zu arbeiten. Er kann Wissenschaftsprojekte und Hausaufgaben einfach weiterverkaufen. Er ist der Renner auf dem College-Schwarzmarkt. Und was würdest du tun, wenn du dein eigenes Geheimzimmer am College hättest? Kommentiere unten und wir werden deine Antwort lesen, dir einen Like geben und die beste Idee für unser nächstes Video auswählen.